Schön, dass ihr wieder da seid und willkommen zurück zu City Skylines Sunset Harbor. Oder, naja, eigentlich sollte ich sagen, mit allen DLCs sind ja alle dabei, aber Sunset Harbor ist halt das Neueste. Was schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir werden uns heute jetzt um ein paar Kleinigkeiten kümmern, wie zum Beispiel die eine Brücke, wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, zur Autobahnbrücke machen. Die Hubschrauber weiß ich noch nicht, weil für mich ist es immer noch derselbe Tag. Ich weiß halt noch nicht, ob die sich lohnen, die Hubschrauber oder nicht momentan. Ich musste halt abwarten. Weiß halt immer noch nicht, ob sie nur von Touristen benutzt wird oder von allen. Aber was ich auch gerne noch machen würde, und zwar, wir haben ja momentan nur die Agrarindustrie hier, die spezialisierte. Die hier ist das? Ne, die ist es nicht. Doch, ist die, ne? Ja, es ist die. Auf jeden Fall würde ich gerne noch Erz und Öl bauen. Das Problem ist, müsste ich gleich mal gucken, wo genau wir überhaupt Öl und Erzvorkommen haben. Aber wenn ich es noch richtig erinnere vom Anfang, haben wir nicht allzu viel. Da werde ich mal ganz kurz Naturrohstoffe rein Lucky machen und na gut, hier hätten wir ein bisschen Erz, aber viel ist es auch nicht, ne? Und da müsste ich ein bisschen Terraforming machen, aber gut, das lässt sich einrichten. Aber Öl? Ah, hier haben wir ein bisschen Öl. Aber viel ist es auch nicht, ne? So echt minimal. Aber gut, vielleicht lässt sich hier eine kleine Ölindustrie aufbauen, und zwar, weil Öl bringt gut, sehr gut sogar, Geld. Ich glaube, wir werden uns als erstes um Öl kümmern. Dann machen wir dann noch eine Erzindustrie. Ich würde aber auch ganz gerne... Diese war das nicht. Die kleine Brücke da vorne. Diese gerne... Da müsste ich aber wahrscheinlich den Park da verschieben. Zu einer Autobahnbrücke machen. Weil sonst wird es hier letztendlich stauen. Obwohl im Moment geht es. Aber abwarten... Ich mache sie auf jeden Fall. Die Busse werden sehr gut benutzt, wie man sieht. Die Haltestellen sind voll. Und was mir auch noch so ein Dorn im Auge ist... Dass hier kein Straßenanschluss ist zwischen dem Gebiet und dem. Aber hier vorne haben sie einen. Aber auf Dauer wird das hier wahrscheinlich, dass sie nur hier lang kommen, zu Stau führen. Also ist es keine gute Idee, nur da. Das Problem ist, hier ist halt die Schiene. Ich werde die Schiene dafür umbauen müssen. Aber ich glaube, das werden wir als erstes auch mal kurz im Angriff nehmen. Ah, ich lasse den Zug ein kurzes Stück weiterfahren. So. Reißen kurz die Schiene weg. Die kommt natürlich gleich wieder hin, muss ja. Bauen erstmal die Straße ran. Dafür haben wir ja die großen Straßen benutzt. Und da müsste ich jetzt mal gucken. Ich werde mal das freie Bauen benutzen. Wie das einigermaßen gut aussieht. So schräg ran geht zwar, aber das sieht nicht aus, oder? Wohl eigentlich schon. Gut. Und die Schiene, die werde ich jetzt wahrscheinlich... Bitte... Sag, was ist das hier für ein Gebrumme? Ist das im Spiel oder brummt bei mir einer in der Nachbarschaft rum? Zug, ich höre die ganze Zeit hier. Nö. Kann aber auch sein, dass es im Spiel ist. Ich könnte zwar eine Brücke rüberbauen, aber ich werde es mal unterirdisch versuchen, weil ich glaube, die gehen ja auch unterirdisch, oder? Ah, da müsste ich ein Stück wegreißen. Gut. Kriegen wir aber hin. Kurzes Stück weg. So. Denn vielleicht bis da und hier müsste ich schon runter, damit es hinhaut, ne? Ja. Damit es nicht zu steil wird. Denn ungefähr bis da. Ah, bis hier wäre besser. Und hier müsste ich wieder hoch. Kann ich um die Kurve gehen? Müsste ich mal ausprobieren. Geht. Wunderbar. Man kann also auch beim Hochkommen um die Kurve gehen. So haben wir hier nämlich eine Straße. Die Ampel mache ich gleich weg und die Schiene geht weiter. Bloß halt einmal unter der Straße durch. Ist ja nur auch nicht das Problem. Dann kurz die Ampeln weg. Mir ging es halt nur darum, wenn sie alle da hinten die Ecke lang fahren, wird das auch früh oder lang irgendwann zu Staus führen. Und wir haben meiner Meinung nach schon genug Staus. Hier ist ein Weg. Da ist noch eine. Gut. So können sie mich auch hier lang. Hier werden sie auch irgendwann lang fahren. Ja, die Essen fahren hier schon lang. Wunderbar. Und die ganzen Staus, die wir hier hatten, naja, hier, aber es wird kürzer, wie man sieht. Es gibt sich einigermaßen. Das liegt aber zum Teil daran, gut, jetzt haben sie gerade grün. Es fahren nicht mehr ganz so viele hier lang. Nur noch ein Teil. Weil viele nutzen jetzt auch diese Abfahrt, die wir in der letzten Folge gebaut haben. Also, die Idee war nicht die schlechteste. Da flog gerade ein Hubschrauber. Da kann man jetzt auch nochmal gucken, ob die überhaupt genutzt werden. Hier werden sie, ne? Ja, also genutzt werden sie, wie es aussieht. Das kann ich gerade wieder nichts anklicken. Warte mal. So. Aber diese Passagiere null. Obwohl da Leute stehen. Gut. Und die andere Haltestelle, die hatten wir hier beim Industrie hingebaut irgendwo. Ne? Wo genau? Das ist eine gute Frage.
Hubschrauberlandeplatz, ich möchte dich einmal beobachten, da bist du. Ja, also es fliegen anscheinend damit Leute zur Arbeit. Das ist schon mal etwas. Genauso wie den Fahrradweg, den wir gebaut haben. Er scheint benutzt zu werden. Ja gut, das ist jetzt Vorführeffekt. Aber da ist gerade mal einer. Vor der Aufnahme, wo ich geguckt hatte, waren hier einige Fahrräder unterwegs. Das sind nur noch vereinzelt welche unterwegs. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Aber ich weiß halt auch immer noch nicht, ob sie auch die Gehwege lang fahren. Aber sieht so aus. Er ist hier gerade rüber und fährt hier die Straße lang. Wunderbar. Den Fahrradweg, den wir hier lang gebaut haben, der wird hier auch benutzt. Ja, bitte. Wunderbar. Also eins stimmt, sie fahren gerne Fahrrad. Oh ja, hier ist sogar einiges unterwegs. Und sie laufen auch sehr gerne. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Ölindustrie. Das war hier, ne? Jetzt muss ich echt nochmal gucken. Aber ich glaube, das war hier. Hier. Also direkt an der Autobahn ran. Hier ist halt das Problem. Ich müsste hier eine Abfahrt reinbauen. Das müsste ich als erstes machen. Oh, da haben wir auch die Schiene, sehe ich gerade. Okay, und ich müsste die Schiene hier ein Tickchen umbauen. Kriegen wir aber alles hin. Dafür muss ich allerdings kurz Pause machen. Ich lasse bloß kurz den Zug durchfahren. Ah, kommt natürlich der nächste Zug. Und ich glaube, ich werde auch extra machen müssen, wie ihr schon geschrieben habt, zwischen Passagierlinie und Güterbahnhof, weil das werden schon echt verdammt viele, die hier langfahren. So, jetzt kurz Pause. Autobahn kurze Schritte weg. Damit wir hier etwa eine kleine Abfahrt reinkriegen. Die Schiene werde ich hier auch kurz tilgen müssen. So. Ich finde, man sieht gerade sehr schlecht, weil Nacht ist. Denn kurz die Autobahnabfahrt da rein und dann die Schiene wieder hin und dann können wir es auch weiterlaufen lassen. Wo haben wir die fertigen Abfahrten? Da. Einmal drehen, bitte. So, kriege ich sie da so rein? Müsste, oder? Ja. Passt doch einigermaßen, oder? Ah. So. Ja. Zack. Den Schnee wieder anschließen. Schiene unter durch. Dann klappt das auch. Autobahn. Ja. Ich dachte jetzt, ich hätte sie verkehrt rumgebaut. Aber nein, es passt. So gut ist jetzt nicht hundertprozentig gerade, aber es geht. Dieser kleine Schlenker, sowas gibt es auch in Wirklichkeit. Das fällt den Autofahrern gar nicht auf. So, die Schiene müsste wieder ran. Schiene, die haben wir hier. Plus, die müsste hier unter durch. Ja, worüber geht definitiv nicht wegen der Abfahrt. Also, dafür gehe ich auch einmal auf gerade. Vielleicht ein Tickchen länger bis da und dann hier einmal runter. So, einmal unter durch bis ungefähr... Na, bis ungefähr da. Und hier wieder hoch. Na, kommt er jetzt hier hoch oder nicht? Ja. Ich sag ja, das sieht man so schlecht im Dunkeln. Und daran. So, dann haben wir die Schiene hier auch weiterlaufen. Und sie fahren hier einmal unter der Autobahn durch. Passt doch. Jetzt ist so die Frage. Ich würde hier gerne einen kleinen Kreisel haben. Das Problem ist... Ich lass mal weiterlaufen. Naturrohstoffe, das ist hier schon ziemlich dicht dran. Also... Wir haben hier jetzt nicht das Megaölgebiet, das ist das Problem. Ah, wir könnten später hier das Gebiet noch dazu kaufen. Oder kann ich ein Gebiet dazu kaufen? Mal gucken. Ja. Das wäre das Gebiet, ne? 15.000, gut Geld haben wir genug. Ich kaufe das Gebiet einmal dazu und dann werden wir es ja sehen. Einmal wieder reinzoomen. Ja, war sogar das richtige Gebiet, gut. Dann werde ich hier so die Ölindustrie aufbauen. Dann kann ich hier nämlich einen kleinen Kreisel vormachen. So, und das wäre schön, wenn es so langsam mal wieder auch für die Stadt wunderhübsch aussieht. Tag werden würde, weil ich sehe nichts. Dann nehmen wir gleich mal einen vierspurigen Autokreisel. Den baue ich da jetzt aber selber hin. So, dann fangen wir mal hier mittig an. Habe ich die Dinger an oder aus? An. Gut. Ein kleiner Kreisel reicht ja. Ah, so. Ah, es ist wieder jetzt, den gerade hinzukriegen. Das ist immer ganz komisch. Wenn ich im Stream Kreiselbau, klappen sie perfekt. Auf YouTube nicht. Ich weiß nicht warum. So. Obwohl, diesmal geht's. Geht doch. Jetzt wird's auch langsam gerade wieder hell. Wunderbar. Und er ist rund. Was will man mehr? Gut, dann einmal die Straße daran. Und dann hier nochmal den Ausgang ran. Zack.
Lüft doch. Gut, ist ein bisschen hügelig, aber es klappt. So, dann baue ich jetzt erstmal das Industriegebiet an, bevor ich Straßen baue. Und zwar war das hier. So sehe ich das auch einigermaßen. So kann ich hier so ein bisschen... Ja. Ich glaube gar nicht mal, dass wir so groß brauchen. Aber erstmal, man kann es ja nachträglich noch anpassen. Hier ist noch so ein bisschen... Nein! Kein neues Gebiet, so. Hier ist noch so ein bisschen... Bis ungefähr hierhin. Brauchen wir noch ein bisschen Platz für die Straßen. Es geht halt nur darum... Übrigens sehr viel Geld, ja. Okay, und seitdem wir die Polizeiakademie wieder gebaut haben, scheint auch der Campus wieder zu funktionieren. Also die Studenten steigen wieder, das ist sehr, sehr schön. Attraktivität ist auch gestiegen. Gut, danke. Werden wir gleich nochmal ein Stipendium vergeben, weil das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch vergessen. Aber eins nach dem anderen. Jetzt erstmal, dann nehmen wir natürlich Industriestraßen. Die waren bei groß, ne? Nein, die waren beim Mittel, wie es aussieht. Industriestraßen, die schönen. Was, wie baue ich das jetzt am besten? Da ich ja so natürlich jetzt nicht sehe, wo das Öl ist. Ich baue erstmal eine gerade hier lang. Ah, ich weiß auch gar nicht, wie lang. Erstmal ein bisschen da. Was ist denn das? Oh, Moment. Da muss ich aber mal kurz ein bisschen anpassen. Das geht so ja auch nicht. So, warte mal, das haben wir gleich. Gehe ich aber kurz hier rauf. Und zwar Gelände einebnen. Nein, Gelände glätten. Das soll... Größer ist es. Gut. Ungefähr. Ah, ich muss es hier so machen. So. Geht das nicht größer? Doch. Ich dachte schon, ich hätte die größte Größe. Und vielleicht ein bisschen stärker einstellen. So geht es doch. So. Ich will den Hügel ja jetzt nicht ganz wegmachen. Nur ein bisschen glätten. Weil das war eben doch schon ein bisschen zu doll. Inzwischen habe ich auch so einigermaßen raus, wie hier die Tools funktionieren. Bisschen reingefummelt habe ich mich. Dessen wird es jetzt nicht mehr hier ganz so drastisch. Gut. So geht es doch einigermaßen. Ich meine, das ist immer noch hügelig. Das lässt sich jetzt auch auf die Schnelle nicht verhindern. Könnte man hier machen. Aber dann mache ich jetzt wieder rundherum Hügel. Das will ich gar nicht. Wollte nur ein bisschen gerade haben. So. Dann können wir nämlich jetzt bis da durchziehen. Guck, das sieht nicht mehr ganz so schlimm aus. Wie gesagt, ein kleiner Hügel ist noch drin, aber nicht mehr ganz so extrem. Und wir müssen jetzt, damit wir überhaupt anfangen können mit der Ölindustrie, erstmal das Ölindustrie-Hauptgebäude bauen. Das Hauptgebäude baue ich erstmal direkt hier vorne an die Straße. Zack. Schon haben wir die kleine Ölpumpe, die Ölschlammpyrolyseanlage, die macht da, glaube ich, Erdöl draus und ein kleines Rohöllager. Und ja, das muss ich mal gucken. Jetzt sehe ich zumindest so ein bisschen die Ölfelder. Und da wir hier so ein bisschen Öl haben, würde ich hier zumindest gerne die Ölanlagen hinbauen. Mache ich das an die Hauptstraße? An die Hauptstraße hätte ich gerne die Lager. Ich werde mal ganz kurz... Ja, ihr kriegt auch gleich noch Strom und Wasser. Immer mit der Ruhe, Jungs. So viel Zeit muss sein. Ist das überhaupt die Industriestraße? Ja. Gerne hier einmal so lang ziehen. Passe ich gleich noch an. So. Passt das? Ja. Dann baue ich hier nämlich 1, 2, 3. Ich habe es, wo ich es im Stream getestet habe, ein bisschen übertrieben. 4, 5. 5 reichen für den Anfang voll und ganz. Das wird mich sonst viel zu viel. Dann kommt eine kleine Straße nehmen. So. Und dann kann man nämlich direkt hier schon mal die kleinen Erdöllager bauen. Die wir hier auch irgendwo haben müssen. Das ist das. Ne, das ist die Ölschlammanlage. Hier sind die Erdöllager. Okay. Sind die doch größer, als ich dachte? Die sind größer, als ich dachte. Also ist nicht schlimm. Die Erdöllager baue ich denn hier hin? So ungefähr. 1, 2 und 3 reichen eigentlich für den Anfang voll und ganz. Und dann können wir nämlich gleich... Davon müssen wir für den Anfang, na, wir haben 5 davon. Ich baue lieber mal 3. Wir machen daraus den Petroleum, ist ja Erdöl. Und die würde ich dann gerne wiederum hier oben lang ziehen. Dann können wir später nämlich die Arbeiterhütten und so auch hier zwischenbauen. So dass beide Seiten abgedeckt werden. Dann ziehe ich die Straße noch ein Tickchen länger.
Und dann einmal hier vorbei. Ah, es passt damit nicht. Das ist nicht schlimm. Können wir hier auch nochmal machen. Dann können die Mitarbeiter auch hier hinten rum. Den ziehe ich dann hier weiter. Natürlich brauchen wir gleich für die anderen Anlagen auch noch Lager. Aber eins nach dem anderen. Und wir können dann letztendlich daraus Plastik machen. Die würde ich mich gerne hier hin haben. Aber aus dem Grund, so sind sie direkt bei den Lagern. Und brauchen nicht so weit fahren. So, drei reichen für den Anfang voll und ganz. Das reicht jetzt auch schon erstmal auf die Schnelle, um überhaupt Geld zu verdienen. Bloß natürlich muss hier Wasser und Strom hin. Was haben wir noch? Aber ich glaube, da werde ich nachher auch mal ein bisschen nachhelfen müssen. Die brauchen wir jetzt nicht um die Heizung hier unten. Vielleicht ein Tickchen weiter. So. Einmal hier lang. Schließe ich gleich an. Denn einmal da lang. So. Der muss natürlich ein Tickchen länger. Ah, gut, ist schief, aber ganz ehrlich, man sieht es doch sowieso nicht. So, Wasser hätten sie. Strom muss noch hin. Strom, bevor ich jetzt eine kilometerlange Leitung lege. Das ist für die Mautstätte hier, ne? Stimmt. Eigentlich könnte man hier nachher auch noch Maut einbauen. Ich war gerade überlegen, ob ich hier ein extra Kraftwerk hinstellen soll oder nicht. Aber na, das gibt bloß immer Probleme. Das wird in die Gesamtstromanzeige mit reingerechnet, obwohl das nur das hier versorgt. Und dann weiß man nie, wie viel Strom man jetzt genau hat. So. Gut. Kann ich hier noch irgendwas zwischenbauen? Damit das Strom sich verbindet. Wir haben ja noch nicht viel, wirklich viel freigeschaltet. Das ist das Problem. Aber wir brauchen ja auch noch normale Lager. Warte mal. Und kleine sind sehr schnell voll. Ich baue die mittleren. Die passen hier so aber auch nicht hin. Wenn ich die aber... Da passen sie auch nicht hin. Okay. Wenn ich sie hier direkt mit hinbaue, dafür brauchen wir ja nicht so viel. Die können wir ja später auf die Seite noch weiterbauen. Hier baue ich dann jetzt erstmal die Lager hin. Eins. Zwei. Baue ich auch drei Stück. Ein Lager pro Gebäude. So müsste sich aus Strom verbinden. Jo. Wunderbar. Dann stelle ich hier kurz ein Erdöl. In alle drei natürlich. Erdöl. Da auch. Gut. Was jetzt natürlich noch wichtig ist, wir müssen die Straße da verbinden. Dafür nehmen wir dann noch einmal die große und schließen sie da schlicht und einfach an. Und dann müssen sie hier auch arbeiten können. Industrie, Industrie. Wo ist denn jetzt die Industriestraße? Also war es doch beim Mittel. Ja. Zack. Die kleine, die werde ich einmal... Die ist ein bisschen lang geraten. Ich werde sie hier einfach verbinden und das überflüssige Stück da wegreißen. So. Normalerweise müssten sie jetzt so langsam mal anfangen zu arbeiten. Also die Ölpumpen produzieren Öl. Die sind auch, glaube ich, schon voll dabei. Jo, sind sie. Das wird dann hier in die Öllager gelagert. Dauert natürlich ein Momentchen. Und das geht dann wiederum in diese hier. Die arbeiten sogar schon, haben schon Öl gekriegt. Wunderbar. Das Erdöl wird hier gelagert und anschließend verkauft. Das muss erstmal anlaufen, aber wenn es angelaufen ist, dann bringt das richtig Schotter. Im Moment macht es noch Minus, aber das wird sich sehr schnell ändern. Gut. Und das kann man hier später halt noch erweitern. Das hätten wir auch. Das gibt schon ein bisschen Kohle. Das gleiche machen wir später da hinten auch noch mit Industrie hier. Dafür muss ich aber allerdings ein bisschen, das kann ich ja schon mal machen, Terraforming machen. Was nehmen wir denn da mal? Einebnen nicht, glätten. Na, besser wäre wohl erstmal einebnen. Frage ist, auf welche Höhe mache ich das? Am besten wohl auf diese hier, oder? Hm? Was nun? Keine Erde mehr? Keine Erde mehr. Okay, dann vielleicht doch besser auf diese Höhe. Kommt zumindest wieder ein bisschen Erde zusammen. Keine Erde mehr. Okay, das ist jetzt natürlich... Ja. Aber eigentlich müsste doch noch ein bisschen Erde bei rauskommen. Der Hügel hier soll ja sowieso weg. Ja, jetzt hat er sogar zu viel Erde. So, man kriegt das natürlich nicht hundertprozentig glatt. Aber einigermaßen. Problem ist halt, dass die Erde immer wieder flöten geht. So. Einigermaßen. Ich meine, dass ich den Hügel nicht ganz drauf kriege. So war das zum Beispiel nicht geplant. Absolut gar nicht. So.
Es soll hier ja ein kleiner Hügel bleiben. Das soll quasi nachher so aussehen, dass das Gebiet. Ah, wie soll ich das sagen? Passt schon, dass quasi das Erzgebiet in so einer kleinen Einbuchtung ist. So passt das auch schon einigermaßen, also... Vielleicht könnte man hier noch ein bisschen, hier schon ein bisschen Vieh weg. So. Das sieht hier auch schon verdammt nach Erz aus. Ich glaube, das soll auch Erz darstellen. Dann kann man hier später das Erzgebiet hinbauen, oder? Ups. Weil, ich gucke nochmal. Ja. Gut, dann kann man hier so ein kleines Erzgebiet hinmachen. Das können wir hier eh nicht groß bauen. Dann passt halt auch. Die Straße kann man hier ja so vorbeiführen. Kann man das Ganze auch noch ein bisschen stylisch machen. Und jetzt geben wir erstmal unseren Park. Der Lüft, glaube ich, oder? Macht der überhaupt Gewinn? Oh ja, der macht sehr gut Gewinn. Sehr, sehr gut sogar. Den werde ich jetzt... Ich wollte das Stipendium am Campus vergeben. Wo ist denn der Campus jetzt? Campus, Campus, Campus? Campus ist da. Die Polizeiakademie. Weil der läuft ja jetzt zum Glück wieder gut. Wie man sieht, steigen die wieder. Wir kommen wieder auf die 525. Und ihr habt ja auch geschrieben, die Lehrer haben kein Geld. Hatte ich die Lehrer echt? Tatsächlich. Moment, das ist ein bisschen viel. 1000 im Monat reicht. Oder die Woche. Und dann machen wir hier nochmal Arsch. Maschinenbau-Stipendium und dann wird das Ganze wohl auch laufen. Gut. Sport, ja gut, ja, könnte man auch noch alles höher drehen, Ticketpreise höher drehen und so weiter und so fort. Aber insgesamt gab es auch erst ein Spiel hier, warum auch immer. Werden wir sehen. So habe ich eine Weche nicht daran gebaut. Kann mir das mal einer verraten, warum ich in den Weg nicht daran gebaut habe? Ich sehe das gerade. Universität. So. Und aus dem Campus sollen sie auch raufkommen, ne? So, sobald der Campus aussteigt, können wir ihn auch wieder erweitern. Das ist unsere kleine Müllbrücke. Momentan geht es mit dem Müll auch. Ich musste ja sogar viele ausmachen, hatte ich ja auch geschrieben, weil... die kaum was zu tun hatten. Obwohl, die ist mittlerweile fast voll. Die auch, aber noch packen sie es. Wenn es dann irgendwann größer wird, nicht. Ich frage mich nur gerade, warum wir Industrienachfrage haben und wir im Minus sind. Wahrscheinlich wegen ihm hier. Er läuft ja noch nicht richtig. Hier geht es nämlich schon los. Wahrscheinlich produzieren wir viel zu viel Öl oder zu wenig. Zu wenig, wie es aussieht. Okay, echt jetzt? Ich hätte gedacht, das ist zu viel. Aber da ist ja kaum was in den Lagern. Nur minimal. Aber gut, das kann auch täuschen, weil die versuchen, die Lager erstmal halb voll zu kriegen, bevor sie da was rausholen. Also, das heißt abwarten. Ist hier denn schon was drin? Nee, da ja, da auch nicht. Verkauf wird auch hier erst, wenn die halb voll sind, nicht vorher. Also da muss man jetzt wirklich abwarten. Ja, das ist wahrscheinlich der, der uns gerade ins Minus bringt. Jetzt sind wir wieder im Plus. Weil verkauft wurde bis jetzt noch gar nichts. Momentan importieren sie auch Öl. Das liegt halt teilweise daran. Also entweder haben wir zu wenig davon. Was ich mir aber eigentlich beim besten Willen nicht vorstellen kann. Notfalls, ich baue lieber mal noch eine hin. Aber mehr als... wir haben schon 5. Mehr als 6 sollte das auch nicht sein. Weil im Stream hatte ich 10 Stück hingebaut. Wir hatten viel zu viel Öl. Wusste gar nicht mehr wohin damit. Gut. Das hier lüft erstmal. Hoffe ich zumindest. Wie gesagt, da müssen wir abwarten. Wir haben schon wieder Nacht. Und jetzt will ich mal kurz gucken. Und zwar, mach doch mal den Verkehr hier aus, Junge. Bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Da müssen noch die Hubschrauber dazwischen stehen, oder? Ich guck mal bei Luft. Modell. Gibt es da verschiedene Modelle? Nö. Passagiere 38, Fahrzeuge 3, Haltestellen 2. Ja, so viel fährt da nicht mit. Das habe ich mir fast gedacht. Mal gucken. Wöchentliche Passagiere, 26 Einwohner, 12 Touristen, ersparte Autofahrten 94%. Also ich glaube, sie werden schon benutzt, wir haben das ein bisschen wenig Haltestellen. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, wo ich die Haltestellen alle hinbauen soll. Da oben haben wir eine, da müsste ich mal gucken. Hubschrauber, Hubschrauber, Hubschrauber. Hubschrauber, die standen hier, genau. Ist das jetzt eine Hubschrauber? Ja, das ist das Depot, hier ist die Haltestelle. Da hätten wir eine und die hinten ist beim Industrie. Hier beim Campus hätte ich ja ehrlich gesagt auch gerne eine, aber da kriege ich so keine hin. Ich meine, gut, die Fluglinie, das liegt an der Fluglinie, ne?
Oder? Müsste ich mal gucken. Ich drück mal kurz Pause. Fluglinie. Junge, so sehe ich doch nichts. Danke. Einmal Bulldozer, bitte. So. So, wenn wir jetzt den... Passt das? Wunderbar. Dann kann ich die Linie hier neu machen. Den schließe ich einfach da wieder an. Und den, warte mal. So. Dann haben wir hier noch eine Haltestelle mit zwischen. Müssen wir natürlich gleich einmal die Linie neu machen. Und hier hätte ich ehrlich gesagt auch gerne einen. Aber hier wird es schwierig. Hier haben wir, sieht aus wie ein Fischmarkt. Ist ein Fischmarkt. Ich glaube nicht, dass ich hier eine Haltestelle zwischenkriege. Obwohl das hier ja eigentlich schon passend wäre, ne? Bei der U-Bahn. Da müsste ich ein paar Häuser opfern, aber ich glaube, das wäre das kleinste Problem. Okay, ich werde es mal probieren. Dann müsste ich die Linie noch einmal kurz, also die Flugrichtung ein bisschen. Da weg, da weg. Das Stück auch weg. Ich muss jetzt bloß kurz aufpassen, dass ich nicht das Falsche wegreiß. Der kommt von da. So, das reicht ja schon. Dann kann ich von hier, ich gehe mal kurz auf Kurve. Und da hier runter. So. Von hier dann wieder daran. Ich glaube schon, dass sie benutzt werden. Wir brauchen bloß mehr Haltestellen. Hätten wir jetzt da eine, da eine, da eine. Gut, wir haben jetzt nur die linke Seite der Stadt. Mal gucken, vielleicht mache ich später noch eine zweite Linie, wenn es geht. Ich weiß nicht, ob die sich überkreuzen können. Jetzt werde ich es erstmal so testen. Muss ich bloß gucken, wo ist die Linie? Da, die geht hier nur hin und her, ne? Die Linie werde ich einmal kurz löschen. Die Linie einmal weg. Tut mir leid, Leute, ihr kriegt gleich eine neue. Dann machen wir einmal von hier. Neue Linie. Lassen die denn hier runterfahren. Da halten. Genau. Und da denn nach. Hier. Von hier denn weiter ins Industriegebiet. Ich hoffe, das macht er auch. Bis jetzt ja. Von hier sollte er denn eigentlich wieder zurückfliegen. Also nicht zum Depot, von da kommen sie ja dahin. Ja, jetzt geht er auch einmal außen rum. Wunderbar. Gut, um die hier, wahrscheinlich weil Pause war, oder? Hat er keinen Strom und Wasser? Filter irgendwas? Eigentlich müsste er alles haben, oder? Strom hat er. Passt sogar wegen dem Stadion. Vielleicht fliegen ja Touristen damit hin. Okay, Moment. Das eine Heizungsröhrchen bauen wir aber noch hin. Heizung wird auch knapp, sehe ich gerade. Da muss ich mich gleich nochmal um die Heizung kümmern. So geht das dann auch nicht. Und hier... Die Haltestelle hat, ne? Die müsste eigentlich haben. Wo hatte ich die nochmal hingebaut? Hier irgendwo, ne? Irgendwo bei der U-Bahn. Die ist das. Die hat alles. Die müsste auch Strom haben. Ja. Werden wir gleich sehen, ob das benutzt wird. Das dauert aber eine Weile, bis ich das einpendel. Ich muss mich einmal kurz um Heizung kümmern. Heizung haben wir hier oben hingebaut, ne? Hier ist das Heizkraftwerk, oder? Jo. Gut. Na gut, das eine Heizkraftwerk wird so nicht reichen. Bin ich hier? Bleibt mir ja eigentlich gar nichts anderes übrig, ne? Kesselstation. Hier noch eine mit Hinbau? Muss ja, mir bleibt nichts anderes übrig. Die kriege ich natürlich jetzt einen Anschluss von da nach da. Die müsste verbunden sein. Heizungsverfügbarkeit geht wieder hoch. Wunderbar. So viel Heizung brauchen die ja eigentlich nicht. Gut, dann haben sie jetzt Heizung. Mehr Hubschrauber. Die jammern immer noch rum. Aber das liegt ja dran, weil sich hier halt noch nichts verbunden hat. Bewohner ist momentan auch nicht so. Aber so langsam klappt auch die Bildung. Das Geschrei nach gebildeten Arbeiten wird weniger. Hier ist noch ein Einzelner. Hast die U-Bahn ja fertig. Ich dachte gerade, wieso fahren hier die Züge parallel? Der Park, der hat zwischen regelmäßig Feuerwerk, bringt richtig Geld. Unsere Ölindustrie muss halt erstmal richtig anlaufen, die wir jetzt gebaut haben. Aber es kommt. Ansonsten, wenn ihr wieder irgendwelche Vorschläge habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich bin über jegliche Kritik, Vorschläge, alles, was dazu gehört, dankbar. Ah, macht inzwischen Gewinn. Und freue mich vor allen Dingen immer wieder, wenn ihr zuschaut. Ah, noch macht er Minus, aber er hat auch noch nichts verkauft. Aber das Importieren wird weniger. Da müssen wir abwarten. Gucken, wie es beim nächsten Mal aussieht. Und ich merke gerade, das steht hier, aus der Nachbarschaft kommt ein merkwürdiger Geruch.
reicht unsere Friedhofsversorgung nicht mehr aus. Gesundheit ist gut. Obwohl, doch, wir haben genug Krematorien, wir haben genug Friedhöfe. Eigentlich alles tutti frutti hier. Müll müsste da auch noch alles okay sein. Könnte man ja alles nochmal durchgucken. Mülldeponie ist auch wunderbar. Schule wahrscheinlich auch. Ah, ja, wohl Grundschule wird langsam knapp, aber die sind ja von erst neu eingezogen. Der Rest war in der Grundschule. Oberschule, ja gut, das hier kommt zum Glück jetzt auch langsam. Die bauen sich auch langsam aus, wie man sieht. Ach, das ist das Feuerwerk, was hier immer so knallt. Okay, ich dachte schon, was geht denn hier ab? Universität? Ja, wunderbar. Die sind natürlich auch erst eingezogen. Das dauert, bis die zur Uni gehen. Vor allem, weil die Uni so weit weg ist. Genauso wie die. Das ist nämlich das, was ich meine. Das hängt nicht nur, kommt nicht nur auf die Kapazität drauf an, sondern auch mit der Reichweite. Dessen gehen die so schlecht dahin. Aber es kommt irgendwann. Öffentliche Bibliotheken sind natürlich sehr schlecht vertreten. Hier drinnen ganz gut, aber hier, naja, hier eher weniger. Das ist halt, die haben halt eine sehr miserable Reichweite. Aber im Großen und Ganzen kommt das hier. Wie glücklich sind die Leute denn bei uns? Gewerbegebiet, naja, ist nicht ganz zufrieden, aber geht noch. Ansonsten, auf was haben wir nicht unsere Steuern? Ich hatte im Stream 13% ausprobiert, aber 13% ist zu viel des Guten. Da haben sie echt gemeckert. Dessen werde ich es bei 12% lassen, falls wir 12% haben. Haben wir. Gut. Unser Budget, 48.000 im Plus, 51.000 im Plus. Jetzt kommt es doch. Wir sind glücklich. Wir machen gut Gewinn. Da gucke ich mal kurz. Sogar Fisch macht Gewinn. Nicht viel, aber es macht Gewinn. Hier läuft ordentlich Gewinn rein. Das sind unsere spezialisierten Industrien. Und ansonsten, na gut, Industrien machen ja halt mehr Ausgaben. Aber ansonsten, also es kommt sehr, sehr gut. Wie sieht's denn aus mit der Tourismus? Sogar Tourismus haben wir schon ein paar Einnahmen. Jetzt nicht allzu viel, aber wir haben. Straßen, ja, das sind die Mountgebühren. Die öffentlichen Verkehrsmittel machen wahrscheinlich größtenteils Ausgaben. Ja, minus 13.000. Das liegt aber daran, die Busse und so kosten halt mehr Geld, als da Leute mitfahren. Warum auch immer. Genau wie die Züge, alles. Das war aber schon immer so im City Skylines. Die machen immer Minus. Genau wie die Schulen mehr Minus machen als Einnahmen. Dafür läuft das hier aber alles ganz gut. Die Industrie bringt gut Geld. Gewerbe bringt gut Geld, sogar sehr gut. Genau wie die Wohngebiete sehr gut Geld bringen. Da kann man sich nicht beschweren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Inzwischen ist es auch wieder Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuschauen. Ich sage Tschüssi, bis morgen.